Wir haben sehr viel über Netz und Lieferungen und so weiter gesprochen, haben mehrfach gesehen, dass die Region da nicht so gut dasteht. Eine Perspektive fehlt da aber und das ist die Perspektive der Netzbetreiber und die will ich jetzt auf jeden Fall gerne nochmal mit reinnehmen und das gleich auch im Podium nochmal diskutieren. Die Frage, die sich mir da stellt und die wir gleich beantworten wollen in diesem Expertenpodium ist, wie sieht es eigentlich aus mit der Wasserstoffinfrastruktur? Welche konkreten Projekte gibt es seitens der Netzbetreiber schon? Und auch dafür habe ich wieder ein spannendes Expertenpodium zusammengestellt bekommen und darf das jetzt diskutieren. Zum einen mit dem seit 2021 gewordenen Vorstand der Badenova AG, der viel Erfahrung im Bereich Energie mitbringt. Ganz herzlich willkommen hier auf der Bühne im Podium, Heinz-Werner Hölscher. Herzlich willkommen. Und gerne direkt Platz nehmen, wo Sie möchten. Noch ist freie Auswahl, nur der in der Mitte ist. Da wird es gefährlich. Außerdem darf ich mitdiskutieren mit ebenfalls jemandem, der wahnsinnig viel Erfahrung hat. Er ist seit 2018 COO und Mitglied der Geschäftsleitung des Basler Energieversorgungsunternehmens IWB und aktuell eingebunden in mehrere Wasserstoffprojekte. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen Dr. Dirk Mulzer. Herzlich willkommen. Die Schweizer zieht es heute auf den roten Stuhl, ich merke das schon. Auch aus Frankreich haben wir jemanden da. Er hat einen doppelten Ingenieursabschluss, einmal aus Paris, einmal aus Madrid. Und seit 2021 ist er verantwortlich für die Entwicklung des Wasserstofftransports bei GRT Gas. Ganz herzlich willkommen, Geoffroy Anger. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und auch hier holen wir noch eine vierte Person mit auf die Bühne. Er verantwortet das Wasserstoffgeschäft in allen kommerziellen Bereichen bei RWE Generation. Und er ist seit 2021 Head of Hydrogen Commercial bei RWE Generation. Und ich darf ganz herzlich willkommen heißen Christian Sander. Herzlich willkommen. Und ich gerne ganz aus. Ja, ich freue mich, dass wir diese Runde nochmal machen können. Jetzt auch nochmal so den Blick drauf werfen, wie sieht es eigentlich aus Sicht der Netzbetreiber aus? Und die erste Frage, die ich gerne einmal in die Runde geben möchte, ich fange einfach mit Ihnen an, Herr Sander, ist, welche Projekte zum Thema Wasserstoff laufen denn bei Ihnen aktuell schon? Genau, vielleicht muss ich erstmal dazu sagen, dass ich der einzige Nicht-Netzbetreiber hier bin, genau, sondern Energieversorger, also sprich von RWE. Genau, wir sind tatsächlich schon seit Jahrzehnten in der Region hier Südwest Baden-Württemberg unterwegs mit der grünen Stromerzeugung und liefern die auch in die Region rein. Wir haben darüber hinaus einige Projekte angestoßen, sind allerdings noch in den Vorüberlegungen, ob wir dann auch an diesen Standorten, die wir da ausgesucht haben, dann tatsächlich auch Elektrolyseure installieren wollen. Das ist eine Prüfung. Da schauen wir genau hin, versuchen das mit Partnern voranzutreiben. Und dazu sitzen wir heute auch hier und versuchen das zu sortieren. Schauen wir mal, wie es bei den Netzbetreibern aussieht. Herr Mulzer. Ja, bei ihm dürfte eigentlich anfangen. Ist an? Okay. Bei IWB mal eines vorausgeschickt, wenn wir von Wasserstoff sprechen, dann sprechen wir immer von grünem Wasserstoff. Also was anderes wäre bei uns gar nicht möglich. Insofern Wasserstoff ist bei uns grün. Es wurde heute ein, zweimal erwähnt, wir sind in einer guten Handvoll von Produktionsprojekten drin. Wir haben da den Ansatz, der Kollege aus der Schweiz von der Fritz Meier hat es gesagt, wir starten lieber mal kleiner, dafür machen wir es. Und zwei Projekte, die wir auch nennen können, das ist in Birsfelden und Augst. Das geht da in Richtung die Häfen, wo wir vorher gesehen haben, wo wir zwei Pilotprojekte gestartet haben. Wir sind noch nicht in der Umsetzung. Das ist, wie gesagt, ist auch ein längerer Prozess. Das sind zwei Pilotprojekte mit 2,5 Megawatt Elektrolyseuren. Auf der anderen Seite, wir haben ganz, ganz große Kunden bei uns in der Region, mit der Pharma, mit Logistikfirmen, mit weiteren Industriefirmen. Da schauen wir jetzt, dass wir mit der Industrie gemeinsam eigentlich die interessanten Anwendungsfälle finden, damit wir quasi Produktion und Nachfrage irgendwo auch miteinander hochfahren können. Und das andere große Projekt hat der Kollege Rötlingshöfer vorher genannt, das ist der H2 Hub Schweiz, wo wir mit diesen Partnern die Wasserstoff-Anwendung auch gemeinsam vorantreiben wollen. Herr Anger, was passiert bei Ihnen? Qu'en est-il chez vous? Also, wir sind das Unternehmen GRT Gas für den Gastransport
und seit 2021 auch Wasserstoff in Frankreich. Wir entwickeln Angebote für Transporte, also für die Beförderung wirklich von Wasserstoff. Also das, was vorher und danach passiert, betrifft uns weniger. Wir haben Projekte in Hubs, wo Wasserstoff verbraucht wird. Was uns betrifft, gibt es ein Projekt, das im April in die Wege geleitet wurde, zwischen Ottmarsheim und Mühlhausen, um diese in Verbindung zu bringen, vielleicht auch mit dem Flughafen von Basel, um die Produzenten und die Verbraucher zu verbinden. Das ist eins der Hauptprojekte in der Zone. Und was zuvor erwähnt wurde, wir planen auch eine Infrastruktur, die die unterschiedlichen Hubs miteinander verbinden könnten, um dann wirklich auch auf internationaler Ebene Verbindungen zu schaffen zwischen den großen Konsumstätten und den großen Produktionsstätten. Und dann, Heinz Weinhölzer, schaue ich noch zu Ihnen. Gleiche Frage, was passiert bei Ihnen? Ja, ich sitze heute hier eigentlich mit zwei Hüten auf. Einmal als Vorstandsvorsitzender der Klimapartner Oberrhein, eine Initiative, wo wir für über 150 Industrieunternehmen schon seit Jahren, muss man sagen, Partner sind, wenn es um Energieeffizienz und Weiterentwicklung der Technologie im Unternehmen geht. Und zweitens natürlich als Vorstand, der den kompletten Infrastrukturbereich der Badenova verantwortet. Und Infrastruktur ist wirklich in der wirklich vollen Breite. Das heißt erneuerbare Energien, Wärme, aber auch Netze. Das heißt, wir sind als 100% kommunales Unternehmen für rund 150 Kommunen von Baden-Baden bis nach Lörrach und von Breisach bis nach Waldshut-Tingen der Partner, wenn es um Energie- und Wärmewende geht. Und Energie- und Wärmewende, wir haben heute viele Zahlen gehört, allein in unserem Erdgasnetz haben wir an Jahresarbeit rund 17 Terawattstunden. Damit machen wir so gut 22-23% des gesamten Erdgasabsatzes von Baden-Württemberg aus. Und man kann sich vorstellen, dass dieses Thema, wie sieht Wärmeversorgung und Prozessenergieversorgung für Industrie und Endkunden in der Zukunft aus, ist ein Riesenthema. Und genau da spielt Wasserstoff nach unserer Überzeugung eine enorme Rolle, um diese Transformation der Gasnetze hinzubekommen. Wie sieht die Rolle aus von Wasserstoff? Also wenn Sie sagen, es ist eine enorme Rolle, wie hoch ist der Stellenwert denn tatsächlich? Ja, von den 17 Terawattstunden kann man sagen, so 70-80% sind Industrie- und Gewerbekunden. Und das sind genau die Kunden wie die Badischen Stahlwerke, also Netzanschlusskunden. Im Wettbewerb dürfen sie den Strom und Gas natürlich auch von anderen erwerben, aber gerne auch von uns. Aber als Netzanschlusskunde geht es darum, wie kann denn zukünftig CO2-neutrale Gasversorgung, sage ich jetzt bewusst, für die Badischen Stahlwerke, aber auch für viele anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen aussehen? Und wie kann das große Netz, das wir betreiben und auch in Zukunft noch betreiben wollen, bis zum Endkunden, wie kann denn das mit Wasserstoff gefüllt werden? Der Kollege Riechel vom DVGW hat ja schon gesagt, die Netze technologisch geben es her. Die Infrastruktur ist dafür geschaffen, eigentlich auch Wasserstoff zu transportieren. Und deswegen haben wir ein Interesse, über Kooperation, auch trinational, dieses Thema voranzutreiben. Wie sieht das aus? Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir genau das vorangetrieben, Herr Dr. Mulzer? Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Stellenwert auch bei uns. Ich glaube, wir haben eine Antwort auf die Wärmewende in Basel. Es wurde eingangs genannt, wir bauen letztendlich die gesamte Komfortwärmeversorgung in Basel um auf erneuerbare Wärme. Sprich, wir werden das gesamte Gasnetz auch stilllegen bis 2035 und ein Fernwärmenetz bzw. ein Nahwärmeverbundnetz aufbauen für die erneuerbare Wärme. Und insofern ist für uns Stromproduktion seit jeher ist bei uns 100% erneuerbar. Wärme ist jetzt auch erneuerbar. Dann haben wir ein zweites ganz, ganz großes Projekt, dass wir die gesamten Verkehrsbetriebe in Basel elektrifizieren, sprich die ganze Busflotte, 160 Busse werden elektrifiziert mit der gesamten Infrastruktur. Und jetzt gucken wir letztendlich, wie können wir den Rest auch noch dekarbonisieren. Und da kommt bei uns eben Wasserstoff ins Spiel. Wir haben eine große Industrie vor der Türe, beziehungsweise in unserer Drei-Länder-Region. Und wir haben relativ viel Logistikfirmen mit Schwerverkehrstransporten oder eben auch im Rhein. Und da kommt für uns die Bedeutung des Wasserstoffs ganz schwer zu tragen. Herr Anger, direkt angeschlossen, Stellenwert bei Ihnen im Unternehmen? Wir sind fest davon überzeugt, dass Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielt bei der Entkarbonisierung der Industrie.
die Industrie, nämlich einen schwierigen Sektor, was Dekarbonisierung angeht. Allerdings, wenn wir etwas ansetzen, dann bemerken wir auch schnell positive Ergebnisse. Das Entwicklungspotenzial ist enorm für unser Unternehmen. Allerdings müssen wir auch dementsprechend den Verkehr aufbauen. In Ihre Richtung, Herr Sander. Sie haben ja das Ziel, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt, die globale Wasserstoffstrategie für RWE zu entwickeln und umzusetzen. Geben Sie uns gerne mal einen Einblick. Also das zeigt schon, Relevanz für Wasserstoff ist da, aber wie gehen Sie das an? Ja, gerne. Also wir sind tatsächlich oder fühlen uns als RWE tatsächlich als integraler Bestandteil für die Energietransformation. Das Unternehmen investiert bis 2030 50 Milliarden Euro in erneuerbare Energien und deren Anwendung. Wir sind selber im Wasserstoffbereich unterwegs mit rund 2 GW-Projekten, Projektleistungen. Das heißt, diese 2 GW-Elektrolyseurleistung wollen wir bis 2030 in kommerziellen Betrieb nehmen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Da arbeiten wir mit einem großen Team dran. Und wie gesagt, wir konzentrieren uns da auch auf den grünen Wasserstoff. Das ist unser zentraler Fokus. Und ja, wie gesagt, wir haben hier einige kleine Projekte angestoßen, sind aber auch in unseren drei Kernländern unterwegs, wo wir im Markt sind. Ich sage immer, wir kommen eigentlich von der Stromerzeugung, wo wir aus Gas Strom machen. Jetzt drehen wir den ganzen Prozess um, nutzen dann den grünen Strom und produzieren grün Gas. Wir sehen uns da von der Wertschöpfungskette eigentlich, dass wir komplett abdecken. Wir haben dort ja unsere Trading-Abteilung, wir haben den grünen Strom, den wir erzeugen. Wir wollen die Elektrolyseure bauen. Wir brauchen natürlich den Kunden und natürlich auch die Infrastrukturpartner. Und deswegen sitzen wir heute auch hier, um das Ganze aufzusetzen, um dann auch für diese Region einen Beitrag leisten zu können. Sie haben es nochmal angesprochen, es geht ja darum, auch hier Macherinnen und Macher zu verbinden, um diese Initiative genau zu starten mit Treffen wie heute. Herr Hölscher, welche drei Punkte sind für Sie oder für Ihr Unternehmen ganz zentral, damit so eine trinationale Zusammenarbeit funktionieren kann? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, dass wir Termine wie heute haben. Dass wir über die drei Ländergrenzen, über die unterschiedlichen Industriepartnerschaften zusammenkommen, uns austauschen, voneinander lernen, wo steht der andere und vor allem konkreter werden, wo wollen wir gemeinsam Themen umsetzen. Dafür sind solche Veranstaltungen extrem wichtig, dafür sind solche Netzwerke und Initiativen wichtig. Und dann gibt es natürlich für die einzelnen Projekte, die man auch über solche Initiativen nur anstoßen kann, die dann binational, haben wir eben ein gutes Beispiel gesehen, hoffentlich auch öfters trinational laufen, wie man die auch in der Politik, und auch das ist in den Runden angesprochen worden, da die entsprechenden Rückendeckungen, den Rahmen dafür finden, der auch langfristig diese Investitionen, die wir dafür brauchen, auch absichern. Weil dann gibt es auch Akteure, und da saßen heute viele schon auf dem Podium, da gehören wir alle auch, glaube ich, dazu, die dann auch die Infrastruktur und die Projekte voranschieben werden, damit wir grünen Wasserstoff in der Region bekommen, und zwar rechtzeitig. Wie ist es für Sie, Herr Mulzer, oder Herr Anger, wer anfangen möchte? Okay. Was sind für Sie drei wichtige Punkte? Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie der Kollege. Vielleicht arbeiten wir schon zu lange zusammen. Ich glaube auch, dass das so Netzwerkveranstaltungen, das ist ein erster großer Schritt. Weil ich sage, wenn man so in seiner Region ist, in seinem Gebiet ist, dann kommt man nicht notwendigerweise zu den Informationen, was jetzt im nahen Frankreich passiert oder im nahen Deutschland. Insofern glaube ich in der Tat, dass solche Veranstaltungen da helfen können. Ich glaube auch flankierend, dass es eben über grenzüberschreitende Themen handelt. Wir wollen ja eine trinationale Wasserstoffversorgung aufbauen. Da braucht es flankierend politische Unterstützung, das glaube ich auch. Und aber das Wichtigste, wie ich das sehe, ist, es braucht einfach Pionierunternehmen, die eben nicht sagen, wenn das und das und das dann geregelt ist, dann können wir dann endlich. Wir haben auch in der Schweiz jetzt nicht gewartet, bis der Bund mal eine Wasserstoffstrategie entwickelt hat. Wir haben einfach angefangen. Und ich glaube, da braucht es so Unternehmen, die da ja, bis zu einem gewissen Grad in Vorleistung gehen. Und es braucht eben auch die Kunden, und das haben wir heute auch gehört, die sich eben auch auf dieses, ich sag's mal salopp, auf dieses Abenteuer einlassen und genau schauen, mit welche Prozesse kann ich jetzt wirklich mit Wasserstoff kombinieren. Vielleicht eine ergänzende Frage dazu, Herr Anger. Was ist denn dann, also wir haben es gehört, so sind verschiedene Player, Politik und so weiter. Was ist denn die eine entscheidende Voraussetzung, die in Ihrem Land geschaffen werden musste, damit in dieser Grenzregion erstmalig diese Wasserstoffinfrastruktur ja, erschaffen werden kann?
Je vois que vous me laissez. Ich sehe, dass ich jetzt die schwierigste Frage bekommen habe. Ich bin derselben Meinung wie meinen Kollegen hier, was die Weiterführung der Projekte hier angeht. Es ist also sehr wichtig, dass es Transparenz gibt darüber, was wir genau machen und was die verschiedenen Akteure brauchen, wollen und machen. Also sei es die Behörden, Verbraucher, Konsumenten. Es ist wirklich grundlegend, dass wir solche Foren haben zur Diskussion und Debattenförderung. Ein anderes Thema ist das Engagement. Wir müssen als Verkehrsinfrastruktur und Verteilungsinfrastruktur, wir müssen es schaffen, Lösungen anzubieten für die Industrie, pragmatische Lösungen und schnell Lösungen anzubieten. Wir haben vom Suezkanal geredet. Es gab eigentlich eine Entwicklung, die 2000 Jahre gedauert hat und dann wurde es in 10 Jahren gebaut. Ich hoffe, dass wir schneller handeln werden als das. Was die politische Welt angeht, es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich denke, dass wir es schaffen müssen, also gemeinsam schaffen müssen, dass wir, also wir müssen zeigen, dass wir bei konkreten Projekten, die etwas kleiner sind am Anfang, dass wir tatsächlich einen Mehrwert bringen für die Industrie, für die Produktion, dass wir unsere Produktionsnetzwerke verbessern können und dass wir mehr Kunden erreichen können und dass wir erneuerbare Energien fördern können und Zugang zu Energien geben. Also müssen wir gemeinsam zeigen, wie wir die Wertschöpfungskette verbessern. Welche Hemmnisse müssen wir denn dafür dann noch überwinden? Ja, ich glaube, es ist schon viel gesagt worden. Also wir müssen es gemeinsam angehen. Wir brauchen ein gemeinsames Zielbild, bis wann wir eigentlich was erreichen wollen. Dazu gehört eine Analysephase, ich glaube im Sinne von welcher Bedarf ist eigentlich in der Region da. Und dann kann auch eine Infrastruktur ausgelegt werden. Dann können wir hier gemeinsam zusammenkommen, eine Kooperation eingehen und dann kann auch investiert werden. Da ich ja selber den kommerziellen Bereich hier vertrete, muss ich auch immer dazu sagen, wir brauchen tatsächlich Randbedingungen, damit wir investieren können. Wir sind tatsächlich auch mit einigen Projekten so weit, dass wir in diesem Jahr tatsächlich auch eine Investitionsentscheidung treffen wollen. Warten allerdings tatsächlich auf Randbedingungen. Natürlich ohne Förderung laufen die Projekte anfangs nicht an. Das ist eine Anschubsfinanzierung, die man eben benötigt. Aber ich glaube, wir müssen uns gemeinsam dahin bewegen, dass wir gemeinsam an einem Terminplan arbeiten, dass wir die Zielsetzung klar haben. Wir fangen an mit kleinen Startnetz lokal, dass wir auch dann lokale grüne Energien einsetzen können. Idealerweise wird das dann vernetzt. Wir haben ja auch beispielsweise das sogenannte Herkules-Projekt. Das ist ja von Norddeutschland bis zum Bodensee die Planung, da eben auch ein Gasleitungsnetz sogar mit den Interessierten weiter voranzutreiben. Wir sind jetzt nicht die Gasnetzbetreiber, aber stoßen das eben mit an, damit wir unsere Projekte auch letztendlich so umsetzen können, damit wir den grünen Wasserstoff von der Quelle, von der Erzeugung auch bis zum Kunden bringen können. Das ist unser gemeinsames Ziel und da glaube ich, dass wir mit einzelnen Projekten hier anfangen können, Hubs aufbauen können und die dann vernetzen können. So das Zielbild. Sie nicken, das heißt, da waren die Hemmnisse schon dabei oder gibt es aus Ihrer Sicht Ergänzungen? Definitiv nicht. Ja, ich glaube, die alle Punkte wurden angesprochen. Ich fand aber, Professor Häbeling hat zwei spannende Grafiken gezeigt. Er hat viele spannende Grafiken gezeigt, aber ich will mal zwei ansprechen. Er hat gezeigt, wie beim Thema PV und Wind diese Kostendegression stattgefunden hat. Dass in kurzer Zeit beim Wind eine Halbierung der Produktionskosten sich etabliert hat und das beim PV-Thema, ich glaube, auf ein Fünftel runter, also um vier Fünftel reduziert, in auch überschaubaren Zeithorizonten. Jetzt kann man fragen, wie ist das passiert? Ja, das ist natürlich über Skaleneffekte passiert und das ist am Anfang auch über Subventionen, das ist immer das Unwort des Jahres, aber das um Förderung würde ich deswegen sagen, das über Förderung passiert. Und was wir jetzt gerade erleben, ist, dass wir aufgrund der Ukraine-Krise, gerade in Deutschland, aber ich glaube auch in anderen Regionen wie Basel, aber auch auf französischen Seite, enorm Druck auf diese Gasversorgung, auf die Wärmewende kriegen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt ernsthaft auch verfolgen wollen, im Sinne von Klimaschutz und auch Sicherheitspolitik für Europa, dann wird es genau diese Rahmenbedingungen brauchen, dann wird es auch Förderung am Anfang brauchen, um die gleichen Degressionskosten zu erzielen, die wir da sehr schön von Professor Häbeling am Beispiel Wind und PV gesehen haben.
deswegen glaube ich, da braucht es diese Rückendeckung, den Rückenwind, den wir jetzt leider durch die tragischen Ereignisse in der Ukraine haben. Und dann braucht es die Kooperation, und dafür sitzen ganz viele Experten und Expertinnen heute hier im Raum, um das sozusagen ähnlich voranzubringen für das Thema Wasserstoff. Ja, gut, sehr gerne. Ja, ich würde vielleicht, ich würde es umdrehen, ich würde nicht sagen, dass wir Hemmnisse beseitigen müssen. Also für mich, der Wasserstoffmarkt in dieser kommerziellen Form, der ist ja erst am Entstehen. Und insofern, also wir betrachten das eher als die Voraussetzungen schaffen, damit es funktioniert. Wir haben das jetzt in der Schweiz gesehen bei unseren lokalen, kleineren Projekten. Die Politik war oder ist teilweise noch gar nicht ready für gewisse Standards, für gewisse Fragestellungen, die wir hatten. Und wir haben es trotzdem vorangetrieben und sind dann konkret immer mit Fragen gekommen und gesagt, okay, was soll man jetzt machen, links oder rechts? Und ich glaube, da können wir einen riesen Beitrag leisten, wenn wir jetzt auch eine Infrastruktur, Sie haben es gesagt, planen, vielleicht sogar schon anfangen aufzubauen und dann die Probleme nehmen, wie sie kommen und nicht erst dann starten, wenn alles gelöst ist, weil das wird nicht passieren. Herr Anger, von Ihrer Seite Ergänzung noch dazu? Ich habe nichts Großes hinzuzufügen. Bei dem runden Tisch der Industrie gab es die große Frage der Förderung. Was entscheidend ist, ist, dass wir diesen gesetzlichen Rahmen gut kennen, damit dass wir gut wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen werden, auch was die Förderung angeht. Was sind wir bereit zu zahlen für die Entkarbonisierung der Industrie? Wir brauchen eine klare Sicht über den gesetzlichen Rahmen. Ja, vielen Dank dann auch für die Einschätzung und die Sichtweise in dieser Runde. Vielen Dank fürs Beantworten der Fragen und würde mich freuen, wenn auch von Ihnen gleich der ein oder andere noch zur Verfügung steht für den Austausch danach, um eben genau die Hemmnisse, wie ich es jetzt gerade genannt habe, vielleicht heute schon beseitigen zu können und Initiativen anzustoßen. Ganz herzlichen Dank, nochmal einen großen Applaus fürs Podium und an Sie herzlichen Dank fürs Mitwirken.